Ja, moin, meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 auf meinem Kanal Matze. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar sind wir in der letzten Folge mit einem Quad aus dem Flugzeug rausgesprungen und haben einen Fallschirmsprung gemacht mit dem guten oder verrückten Dom. Und danach, sind wir zufällig am Straßenrand auf welche gestoßen, die versucht haben, eine Frau zu, weiß ich nicht, zu vergewaltigen. Danach wollten sie ihr Blut trinken, keine Ahnung. Die haben wir dann noch gerettet und nach Hause gebracht. Für die, die es nicht gesehen haben, können sich die letzte Folge nochmal geben. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch die ganze Playlist zu GTA 5. Und ja, soweit so gut. Jetzt wollen wir zu Frankie Boy fahren und da die nächste Mission antreten. Genau hier an der Ecke, genau hier in dieser Kurve haben sie versucht, die alte, oder eigentlich gar nicht die alte, das war ein junges Mädel, sah gar nicht schlecht aus, zu vergewaltigen. Und sowas konnte ich mir natürlich nicht, tatenlos ansehen, deswegen bin ich natürlich dazwischen gegangen und habe mir die beiden vorgenommen. Ups, war mit Absicht. No. Kann passieren. Das passiert selbst den besten Autofahrern mal, dass man einfach mal irgendeinen umbringt. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Junge! Guck dir die mal an. Was hat die denn für eine Kiste? Die hole ich mir. Es ist eigentlich ein ganz normales Auto, glaube ich, was sie hat. Das hat nur ein sehr besonderes Design bei ihr jetzt gerade hier. Ja, das ist dieses Coil. Ich weiß gar nicht, warum das Alarm macht, das Auto. Ich habe es doch quasi mit Schlüssel geklaut. Ach, das ist auch noch dieses Elektroauto. Alter, zieht euch rein, wie dieses Ding zieht, ey. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ob ich noch Platz habe in der Garage? Sauber. Da stelle ich das Auto mal ab, weil das ist geil. Das ist ein echt geiles Elektroauto. Und dann schauen wir mal, was uns hier jetzt zu Hause erwartet. Vom Fallschirmspringen zurück. Oh, ein bisschen kiffen oder was? Ja, echt eine geile Bude, ey. Das muss man schon sagen. Wenn das mal nicht Michael ist. Oh, hey. Hey. Oh, wer ist hier denn? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real, my best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with. Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own. I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. You do what you gotta do. Oh, ich glaube, das Sägewerk kenne ich sogar in Polito Bay. Wollen wir mal hin.
Wollen wir uns vielleicht noch mal wenigstens vorher umziehen? Ich glaube, wir ziehen uns vorher mal um. Ey, das ist ja... Das sind ja irgendwie ein bisschen komische Klamotten. Wo haben wir denn hier überhaupt unsere Garderobe? Unseren Kleidungsschrank, Klamottenschrank. Ich glaube, unten im Keller müsste es sein, ja. Alter, die Tür hier geht gar nicht auf. Boah, that's so nice, Alter. So nice. So eine geile Bude. Kann ich mich gar nicht umziehen, oder was? Anscheinend nicht, weil ich schon in der Mission bin, oder was? Geil. Sammle ich nochmal eben ein. Wer weiß, ob die nicht schon wieder ein bisschen Damage bekommen haben bei der letzten Fallschirmsprunglandung. Deswegen auch die komischen Klamotten. War ja in der letzten Folge. Bam. So, und dann nicht die langsame Karre, sondern mal ein richtiges Auto. Franklin, what's up? Hey man, I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay after a sawmill with some ballers. Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what'd it say? This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit! And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me, and it's serious. Thanks, man. Boah, dieses Auto ist echt eine kranke Maschine, ne? So einen Trecker würde ich zwar auch gerne mal fahren, aber das hier ist echt... Das ist ein Monster, das hat man kaum unter Kontrolle. Merkt ihr das, wie der immer direkt beschleunigt? Das ist einfach heftiger Scheiß. Huch! Das war gerade ein bisschen ungewollt. Ja, mit der Beschleunigung kommt er selbst eine Wand hoch. Guckt euch das an. Wie schnell der immer direkt ist. Ich wollte unbedingt die Abkürzung nehmen. Ich weiß, die Kurve fahren wäre besser gewesen. Wahrscheinlich mache ich das Auto bald so kaputt, wenn ich so weiterfahre. Aber egal. Hauptsache, wir kommen noch an unser Ziel. So wirkt es voll langsam, ne? Wenn man keine Motorengeräusche und so weiter hört. Aber eigentlich sind wir sau schnell. Ich weiß gar nicht, ob wir den Tacho abchecken können. Wie war denn das nochmal mit der Sicht ändern? Huch. Okay, das war nicht gut. Das war dumm. Holy moly. Und das Auto steht hier einfach so rum und der Träger kommt da angefahren. Jo, alles klar. Bin nur mal aus dem Auto gesprungen. Musste mal gucken, ob die Sicherheitsvorkehrungen alle stimmen. War das nicht das? Ah, okay, jetzt habe ich's. So, da haben wir Tacho. Guck mal. 200 Meilen ist Höchstgeschwindigkeit. Alter, hier haben wir aber eine Scheißstrecke. Boah, ey, hier kann ich doch... Hier kann ich leider die Höchstgeschwindigkeit nicht austesten. Alter, mit der Optik ist es ja mal richtig ranzig. So. Vielleicht haben wir ja zwischendrin nochmal eine gerade Strecke. Da können wir es dann nochmal ausprobieren. Man, sorry about that. Nein! Wow! Zum Glück sind wir da nicht runtergeplumpst. Alter Schwede. Also heute fahre ich nicht gut. Mit der Karre bin ich einfach ein bisschen überfordert.
bester Fahrer ever. Hashtag bester Fahrer. Einmal in die Kommentare bitte. Alter. Wo fahren wir denn hier zum Teufel auch lang, ey? Vielleicht können wir hier eine Höchstgeschwindigkeit aufbauen. Wobei, der hängt echt fest so bei... Nee, es können doch nicht nur 100 Meilen sein. Wow! Was war das für ein geiler Stunt? Alter. Ich bin zwar viel wirklich scheiße gefahren hier teilweise, ne? Aber der Stunt war mal geil. Das war ein Salto mit einem Auto. Das muss man erstmal nachmachen. You invite this stoolie, huh? We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, what y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Place is crawling with ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Bucks over there... Yeah, tell Trevor I said bite me. Man, I said shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Oh shit, there you go. You know, tell Trevor I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic. Classic, huh? He's already planning his escape. Oh, fuck. Alles klar, er marschiert direkt los. Wir machen an dieser Stelle aber erstmal noch eine kleine Pause, bevor wir in der nächsten Folge hier richtig loslegen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr GTA 5 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.